Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video meines kleinen YouTube-Adventskalenders. Wie versprochen, gibt es heute ein wenig medizinischen Kontext. Und um genau zu sein, machen wir bei drei Erkältungsmythen mal den Faktencheck. Also, viel Spaß! Ich glaube, kaum eine Aussage hört man in der Erkältungszeit so oft wie: zieh dich warm genug an, nicht dass du noch krank wirst. Und ich meine, in dem Wort Erkältung steckt ja irgendwie das Wort kalt auch drin, also wird es da ja auch einen Zusammenhang geben, oder? Nein, nicht wirklich. Um sich zu erkälten, braucht es vor allem eins: Erreger, also Bakterien und oder Viren. Wenn diese Krankheitserreger jetzt über eine Tröpfcheninfektion, also wenn euch jemand anhustet, oder über eine Schmierinfektion, wenn ihr irgendeine Klinke angefasst habt, in euren Organismus gelangen, dann können sie dort eine Erkältung auslösen. Zumindest dann, wenn die natürlichen Abwehrmechanismen eures Körpers nicht mehr mit der Erregerlast klarkommen. Wie ihr vielleicht wisst, gehören jetzt nicht nur die Zellen eures Immunsystems in eurem Körper zu den ganzen Abwehrmechanismen, sondern eben auch schon Barrieren wie die Haut, Schleimhäute oder auch so feine Härchen in euren Atemwegen. Allerdings werden gerade die Schleimhäute durch die Heizungsluft etc. meistens ziemlich ausgetrocknet, wodurch diese Barrierefunktion nicht mehr so gut funktioniert. Und was auch richtig ist: eine zu lange Aufenthaltsdauer in der Kälte kann das Immunsystem etwas runterregulieren. Sprich, man kann sich schon irgendwie leichter erkälten. Aber trotzdem, Kälte allein macht nicht krank. Krankheitserreger machen krank. Und trotzdem ist natürlich bei dem Wetter, sich lohnt, sich warm genug anzuziehen. Vor einer Erkältung helfen vor allem Dinge wie Händewaschen oder andere hygienische Maßnahmen. Also dran denken, nach dem Gang über den Weihnachtsmarkt einmal schön warm und lange Hände mit Seife waschen. Gerade im Winter sind Nahrungsergänzungsmittel, die Vitamin C enthalten, echte Verkaufsschlager. Aber warum ist das überhaupt so? Schützt Vitamin C wirklich davor, krank zu werden? Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was Vitamin C überhaupt ist und wofür der Körper es braucht. Vitamin C, oder auch Ascorbinsäure oder Ascorbat genannt, gehört zu den wasserlöslichen Vitaminen. Sprich, es kann auch ohne die gleichzeitige Aufnahme von Fett in den Körper aufgenommen werden. Der Körper selbst kann kein Vitamin C herstellen, sprich, es ist ein essentielles Vitamin und muss über die Nahrung aufgenommen werden. Enthalten ist Vitamin C zum Beispiel in großen Mengen in Zitrusfrüchten, aber auch anderen Obst- oder Gemüsesorten wie zum Beispiel Paprika. Vitamin C ist unter anderem ein Antioxidant. Sprich, es schützt eure Zellen vor natürlicherweise im Körper vorkommenden sogenannten freien Radikalen. Diese kommen, wie gesagt, eigentlich überall vor und deswegen hat der Körper dafür schon extra Schutzmechanismen, da ein zu viel an freien Radikalen, an Sauerstoffradikalen Zellen schädigen oder sogar zerstören kann. Und so natürlich auch die Zellen eures Immunsystems. Dazu kommt noch, dass Vitamin C auch wichtig für die Barrierefunktion der Haut und der Schleimhäute ist. Und dass das auch wichtig für die Abwehr von Erregern ist, habt ihr ja eben schon gehört. So gesehen kann man also sagen, ja, ein Mangel an Vitamin C kann die Entstehung von Erkältungen begünstigen. Jetzt kommt aber noch das große Aber. Denn auch wenn zu wenig dieses Vitamins negativ für eure Erkältungsbilanz sein kann, gibt es bislang keine Studien, dass ein Mehr an Vitamin C auch vor Erkältungen schützen kann. Der Tagesbedarf an Vitamin C beträgt bei einem gesunden Erwachsenen im Schnitt ca. 100 Milligramm. Clementinen zum Beispiel enthalten auf 100 Gramm ungefähr 30 Milligramm Vitamin C. Sprich, wenn ihr täglich eure drei Clementinen isst, und das ist gerade jetzt in dieser Zeit überhaupt nicht schwer, habt ihr nicht nur euren Bedarf an Vitamin C schon gedeckt, sondern nehmt natürlich auch noch ein paar andere wichtige Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe auf. Also spart euch lieber das Geld für die Nahrungsergänzungsmittel. Der tägliche Bedarf an Vitamin C ist mit den Früchten von Mutter Natur mehr als gut zu decken. Und wie gesagt, ein Mehr an Vitamin C ist nicht gleich ein weniger an Erkältungen. Die Nase läuft, der Hals kratzt und jetzt kommt irgendwie noch so ein blöder Husten dazu. Und dabei muss ich doch unbedingt nächste Woche fit sein. Ich gehe am besten schnell zum Hausarzt und lasse mir ein Antibiotikum verschreiben, dann bin ich wieder schneller auf den Beinen. Vielleicht habt ihr das oder so ähnliches auch schon mal gedacht bzw. gemacht. Vermutlich bzw. hoffentlich habt ihr dann aber die Praxis in den meisten Fällen ohne ein Rezept für ein Antibiotikum verlassen. Und das ist auch gut so. Denn Antibiotika sind eine wirklich, wirklich tolle Entdeckung und haben vermutlich zigtausend Menschen das Leben gerettet, aber sie sind kein Allheilmittel bei jeder Art von Infekt. Um das zu erklären, machen wir jetzt einmal einen kurzen Ausflug in die Mikrobiologie und die Virologie. Wie ihr jetzt eben schon gelernt habt oder es vielleicht auch schon wusstet,
Kälte macht nicht krank, sondern das machen Erreger. Wie zum Beispiel eben Pilze, Bakterien oder Viren. Bakterien sind einzellige Prokaryoten. Viren bestehen nur aus einer Nukleinsäure, also aus DNA oder RNA, und besitzen keine Bestandteile für Reproduktion, Stoffwechsel, Fortbewegung oder ähnliches und sind deshalb auf eine Wirtszelle angewiesen. Ihr kennt ja vielleicht aus dem Biologieunterricht noch die Eigenschaften, die etwas erfüllt haben muss, um als Lebewesen klassifiziert zu werden. Darunter fällt eben unter anderem ein eigener Stoffwechsel und die Fähigkeit, sich eigenständig zu vermehren bzw. zu reproduzieren. Eigenständig heißt dabei jetzt natürlich nicht, dass man das alleine machen muss. Also Menschen sind ja auch Lebewesen und wir können uns auch nicht alleine reproduzieren. Aber wir sind grundsätzlich fähig, uns fortzupflanzen. Und deswegen sind wir genauso wie die Bakterien Lebewesen. Also, wie gerade schon gesagt, ein Bakterium ist ein Lebewesen, ein Virus aber nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Ein Antibiotikum greift die Bakterien in der Zellteilung an, an den Barrierefunktionen der Zellmembran und verhindert so die Fortpflanzung der Bakterien oder zerstört die Zellen direkt. Ein Virus aber nistet sich jetzt ja sozusagen in eine gesunde Zelle ein und wird durch diese immer fortgepflanzt. Und deswegen können diese Angriffsmechanismen des Antibiotikums da nicht gut wirken. Das ist jetzt alles sehr, sehr grob runtergebrochen. Es erfüllt aber die Quintessenz, die ich euch mitgeben möchte. Und zwar, Antibiotika helfen gegen Bakterien, aber bei Viren helfen sie gar nicht. Und es ist jetzt nun mal so, dass ein wirklich großer Großteil von allen Infekten von verschiedenen Rhino, Adeno, Corona, RS und sonst was für Viren ausgelöst wird. Ein Antibiotikum hilft also hier nicht weiter. Vielleicht fragt ihr euch jetzt aber, okay, aber wie kann der Arzt es wissen, dass meine Erkältung nicht vielleicht doch von einem Bakterium ausgelöst wurde? Nun ja, zu 100% kann er oder sie das jetzt in der Untersuchungssituation selbst nicht sagen. Aber die Statistiken zeigen halt hier einen ganz klaren Gewinner bei der Auslösung von Erkältungen und das sind eben die Viren. Ein sehr, sehr akuter, also plötzlicher Krankheitsbeginn, hohes Fieber, starkes Krankheitsgefühl oder eine sehr, sehr lange Dauer dieser Erkältung kann aber ein Hinweis darauf sein, dass doch Bakterien im Spiel sein könnten. In diesem Fall ist es dann auf jeden Fall doch sinnvoll, einmal kurz bei eurem Arzt vorbeizuschauen. Im Allgemeinen gilt aber natürlich, egal ob Bakterien oder Viren, der Körper braucht viel Ruhe, viel Schlaf, viel trinken. Das Immunsystem des Körpers ist ein unglaubliches Meisterwerk und kommt eigentlich mit fast allen Erregern auch ohne medikamentöse Hilfe klar. Also sowohl mit Viren als auch mit Bakterien. Falls ihr jetzt aber doch leider mal einen bakteriellen Infekt erwischt und ein Antibiotikum nehmen müsst, hier noch eine ganz wichtige Bitte. Es wird euch vermutlich schon wenige Tage nach der ersten Einnahme des Antibiotikums besser gehen. Und man könnte dann ja denken, gut, ich spare mir jetzt die Medikamente und nehme das Antibiotikum jetzt nicht mehr, mir geht's ja besser. Aber bitte nimm das Antibiotikum immer genau so lange, wie euer Arzt euch das verschrieben hat. Sonst ist nämlich die Gefahr groß, dass doch noch ein paar Bakterien eben überlebt haben und diese könnten dann sogenannte Resistenzen gegen das Antibiotikum entwickeln, sprich, das wirkt dann nicht mehr. Und wenn bei euch jetzt dieser Infekt, diese Erkältung eben durch diese Bakterien wieder aufkeimt oder ihr eventuell andere Leute ansteckt, dann ist dieses Antibiotikum kein gutes Mittel mehr, um die Patienten euch zu behandeln. Und tatsächlich stellt das ein sehr, sehr, sehr großes Problem im Gesundheitswesen dar. Also bitte seid sparsam mit Antibiotikum, aber falls ihr es nehmen müsst, dann auch immer bis zum Ende. Und das war's auch schon wieder für das heutige Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat und ihr das ein oder andere neue lernen konntet. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, ob es noch andere Wintermythen gibt, die ihr irgendwie öfter mal gehört habt, wo ihr euch nur die Hand vor den Kopf schlagen könnt und mit denen ich vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter aufklären soll. Dann mache ich das auf jeden Fall. Ich sage jetzt erstmal auf Wiedersehen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!